Hi und herzlich willkommen zum 14. Spieltag der CPL. Ich bin Moses und wir spielen heute gegen Blauer Blitz. Seinen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Er macht super unterhaltsame Videos, ist immer gut drauf. Die Videos werden euch auf jeden Fall gefallen. Ja, da wir letzte Woche etwas unglücklich verloren haben, muss diese Woche auf jeden Fall wieder ein Sieg her. Aber ich hatte relativ wenig Zeit gehabt, mich auf sein Team vorzubereiten, beziehungsweise auf seinen Kader. Und spiele quasi fast blind. Weil ich mir auch seinen Kader nicht angeschaut habe, habe ich einfach das mitgenommen, was ich für am sinnvollsten halte. Und habe halt gehofft, dass es aufgegangen ist. Zur Team-Preview. Ich habe meinen Donphan dabei. Mit der Eipfelbeere, einfach aus dem Grund, ich möchte Safety Tarnsteine rausbekommen. Hoffe, weiß halt, dass er viele Defogger hat, hoffe aber, dass er nicht dazu kommt, sie wieder wegzubekommen. Und will mir dadurch halt einen Vorteil verschaffen. Und mit der Eipfelbeere möchte ich einfach gegebenenfalls eine Prio Erdbeben oder so, wenn sie sich aktivieren sollte, auf jeden Fall rausbekommen. Macht bei Donphan auch immer guten Schaden. Dann habe ich Mega Metacross dabei. Dann meine Special Wall diesmal mit den Überresten nach Tara. Meine physische Wall ist heute Milotic mit dem Beulenhelm. Dann habe ich Kieron Black dabei mit dem Lebenorb und mein Blitzer mit dem Val Klaas. Ja, bei seinem Team sehen wir Zapdos, Empoleon, Panferno, Boreos, Psyana und Togekiss. Was mir jetzt an jeder Stelle auffällt, was ich schon mal sehr gut finde, er hat keinen guten Switch in den Kreuzdonner von Kieron. Und ich kann auch mit Blitzer jederzeit Voltwechsel machen, wenn es Matchup passt, weil er kein Boden-Pokémon dabei hat. Und auch sein Heatran hätte das gegebenenfalls gut wallen können, aber das hat er auch nicht dabei. Ja, ansonsten gibt es soweit nicht viel zu sagen. Springen wir mal in den Kampf. Blitz möchte mit dir kämpfen. So, er schickt direkt Zapdos rein. Und ich mein Donphan. Hier wusste ich ganz genau, okay, jetzt gehst du mal auf die Tarnsteine und erstmal zu gucken, was für ein Zapdos ist, ob er vielleicht auch direkt den Defog raushaut. Und er geht hier auf Hitzewelle und anhand von dem Schaden sehe ich auf jeden Fall, dass es kein defensives Zapdos ist. Aber an der Stelle bin ich mir auch noch nicht sicher, ob es jetzt Gewahlschalt ist oder ob es ein Wahlklas trägt. Er geht hier direkt raus, geht in sein Empoleon. Ich habe meine Tarnsteine bereits draußen. Und ich mache hier auch meinen Wechsel. Und bringe meinen Nachtara ins Spiel. Und spreche direkt einen Wunschtraum raus. Weil Empoleon kann mir im Prinzip nicht viel machen. Okay, er geht jetzt hier auf den Abschlag. Ich verliere meine Überreste. Ist nicht ganz so gut, aber das Pokémon, was jetzt reinkommen wird, wird auf jeden Fall mit dem Wunschtraum wieder vollgeheilt und dann kann ich gegebenenfalls gegen Empoleon was machen. Und er geht hier wieder auf den Abschlag und macht sehr, sehr guten Schaden, haut mir das Wahlklass runter, ich werde wieder vollgeheilt und kann natürlich jetzt erstmal eine Attacke raushauen. Er geht hier auf die Wasserdüse, hat also physisches Investment in den Angriff. Wir machen hier guten Schaden und jetzt sehe ich hier den Schwächeschutz. Er hat mir nach dem Kampf gesagt, anstatt die erste Wasserdüse hätte er eigentlich den Schwerttanz drücken wollen. Und dann wäre er hier auf plus 4 gewesen und dann hätte ich direkt ein Riesenproblem gehabt. Da die Wasserdüse mich jetzt auf jeden Fall rausgenommen hätte und ich Blitzer noch brauche, habe ich mich hier für Milotic entschieden, weil Milotic die Wasserdüse am besten aushält und ich natürlich mit dem Beulenhelm genügend Schaden drücken kann, damit ich hier Empoleon Sweep direkt unterbinden kann. Er geht jetzt hier in sein Zapdos. Kommt erstmal Tarnsteinschaden. Ich hole Milotic zurück. Und gehe natürlich erstmal nach Tara. Er hat das sehr gut predicted. Geht hier auf die Kraftreserve. Könnte Kampf sein oder auch Käfer, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es sehr effektiv und macht guten Schaden. Und geht jetzt hier in sein räudiges Psyana. Ich bin natürlich erstmal wieder auf den Wunschtraum gegangen.
weil so ein Fehler wie letzte Woche, dass ich nochmal nach Tara frühzeitig wegschmeiße, sollte mir nicht passieren. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich einen Zauberschein tanke und bin deshalb hier nicht auf den Schutzschild gegangen, sondern erstmal direkt auf den Schmarotzer, um natürlich guten Schaden zu machen. Ja, und hier bin ich natürlich safe geblieben. Gut, er spielt jetzt den Wunschtraum, klar. Aber ich wollte das Psyana aus dem Spiel haben. Vielleicht hat er gedacht, ich spiele auch den Wunschtraum. Da hätte er seins wieder hochheilen können. Aber so nehme ich jetzt das Psyana raus. Und natürlich, das aus dem Spiel zu bekommen. So, jetzt wird zwar der Panferno angeknackst. Ich weiß nicht, ob es den Fokus gut drauf hat oder nicht. Und kriegt natürlich jetzt durch den Wunschtraum wieder die vollen KP zurück. Und hab mit dem Schutzschild erstmal scouten wollen und er geht in den Nahkampf. Und viele Möglichkeiten hatte ich bei dem Nahkampf natürlich nicht und musste mich natürlich dann hier für Milotic entscheiden. Milotic steckt das ganz gut weg. Allerdings wird es jetzt eng, ob es zum Two-Hit reicht, weiß ich nicht. Seine Verteidigung sinkt erstmal, seine Spezialverteidigung. Und Siedewasser müsste eigentlich ausreichen. So, und hier habe ich natürlich jetzt mega luckig überlebe mit genau einem KP. Ich hätte zwar Panferno Revenge killen können, aber so behalte ich natürlich jetzt Milotic etwas länger und kann natürlich Panferno hier mit dem Siedewasser rausnehmen. Er schickt jetzt seinen grünen Blitz rein. Sein Boreos. Kommt erstmal Tarnsteinschaden. Aufgrund dessen, weil er sie nicht wegbekommt, ist das immer sehr, sehr nützlich. Er bleibt hier safe, geht auf den Abschlag, falls ich hätte ausswitchen sollen. Aber jetzt kann ich natürlich noch ein bisschen Beulenhemmschaden mitgeben. Und Milotic verlässt das Spielfeld. Hier sehen wir, er trägt den Lebenorb, ist jetzt schon bei unter 50%. Und da weiß ich ganz genau, auch wenn ich den Ballklassen mehr trage, der Donnerblitz macht auf jeden Fall genug Schaden, um hier Boreos rauszunehmen. Und ja, jetzt kommt sein Zapdos rein. Kommt wieder 25% Schaden. Und ich bleibe hier safe. Hier auf den Donnerblitz. Und dadurch, dass ich jetzt schneller war, ob der Crit jetzt gemattert hat, weiß ich nicht. Ich hätte es auf jeden Fall Revenge killen können. Aber dadurch, dass ich gerade schneller war, konnten wir natürlich sehen, dass es nicht gescarft war, sondern wahrscheinlich das zwei Glas getragen hat. Jetzt kommt seine Blitztaube rein, geht auch durch einen Donnerblitz zugrunde und das war es auch schon mit dem Kampf. Also der blaue Blitz wurde quasi vom Blitz erschlagen zum Schluss. Blitzer verbucht 4 Kills, glaube ich. Genau. Nur Panferno und Psyana sind anders besiegt worden. Also der Matchwinner hier ganz klar Blitzer. Welche Ironie. Und ja, wir gewinnen hier 5:0. Gut. Ich bin hier safe geblieben. Das Team, was ich ausgewählt habe, hat sehr, sehr gut funktioniert. Trotz null Vorbereitung. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und Blitz hat natürlich hier keine Overpredictions gemacht. Keine Double Switches mal riskiert oder sonst was, was wahrscheinlich auch besser war so, aber naja gut, hätte er den Schwerttanz bei Empoleon rausbekommen und wäre auf plus 4 gewesen mit einer Prio Wasserdüse, also ich weiß nicht, was ich dagegen hätte machen können. Also Donphan hätte nichts reisen können, Nachtara hätte auf Dauer auch nichts reisen können, Kyurem wäre vielleicht auch down gegangen, weiß ich nicht. Wäre halt eng geworden. Ja gut. Vielen Dank an meinen Gegner für den tollen Kampf. Ich wünsche ihm weiterhin viel Erfolg für den Rest der Rückrunde. Wie gesagt, schaut mal bei ihm vorbei. Er macht echt sehr, sehr unterhaltsame Videos. Und ja, hier das Video ist dann heute etwas kürzer. Ist mal von mir nicht so gewohnt. Aber naja, soll es auch ab und zu mal geben. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Moses. Ciao.